Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem neuen One Piece Video. Und dieses Mal dachte ich, weil wir schon mal über Fishman Island, ist übrigens ein Video, was ihr gucken könnt, geredet haben und ich versucht habe, den Arc so ein bisschen zu verteidigen, so ein bisschen Schutz zu nehmen und ein bisschen zu gucken, ob ich irgendwie was, vielleicht bei dem einen oder anderen so ein bisschen die Meinung ändern kann eventuell oder dem eine neue Perspektive geben kann, dachte ich, machen wir das mit einem anderen, eher größeren One Piece Arc, der ebenfalls recht unbeliebt ist. Also es gibt einige One Piece Arcs, die sind jetzt nicht unbedingt die beliebtesten, aber die meisten davon sind eher recht kurz. Aber ich denke halt, Fishman Island und Skypiea sind so die längsten, unbeliebtesten Arcs. Ja, in der Hinsicht. Ich denke, Skypiea hat jetzt über die letzten Jahre, vor allem durch ein paar Dinge, die in Wano passiert sind, ein bisschen was an Popularität oder ein bisschen mehr wieder an Aufmerksamkeit dazu bekommen. Auch wenn ich denke, dass es nicht super notwendig ist dafür. Aber trotzdem, ich denke, wir sollten mal ein bisschen über Skypiea reden. Und wie ich Skypiea finde, oder ich versuche ein bisschen darzustellen, wie ich Skypiea finde. Und warum ich denke, dass es eigentlich ein ziemlich cooler Arc ist. Und wie viele coole Dinge eigentlich in der ganzen Saga passiert ist. Jetzt ist das Ding, es ist schwer Skypiea von Jaya generell zu trennen. Und ich denke, was Leute überwiegend mögen, ist halt der Jaya-Teil, ja. Also, ne, sie treffen Blackbeard, Maron Cricket haben wir dort, das ganze Ding mit Bellamy. Das ist halt einfach absolut super, super, super cool. Das war so interessant und ich hatte eine Menge Spaß immer damit. Ich denke sogar der Bellamy und Luffy Fight, wenn man das so nennen möchte, ist einer meiner Favorites bis heute noch. Also ich mag die sehr, sehr, sehr gerne. Ich denke, das war super, super cool und super stark alles. Großer Fan. Tolles Herz-Style. Toller Herz-Container, meine ich. Aber... ich meine, wir wollten ja, oder die Straw Hats wollten ja prinzipiell dann im Endeffekt nach Skypiea düsen. So, und Skypiea hat dann wieder einiges aus den Segeln genommen. Also wir hatten halt in Jaya so viele coole, sag ich mal, Hype-Momente, ja. Und dann ist das halt ein bisschen so untergegangen wieder in Skypiea. Man fängt langsam an, lernt eine neue Welt kennen und so weiter und so fort. Und Oda war da sehr wild mal mit seiner Art und Weise, wie er eine neue Welt aufgebaut hat. Ich würde sagen, also er war ja davor schon kreativ oder so. Aber Skypiea war das erste Mal, wo er sich gedacht hat, fuck it, ich mache eine ganz neue Welt quasi, mit ganz neuen Regeln und ganz neuen Dingen, die einfach jetzt funktionieren und ich erkläre die einfach dabei, ja. Einfach, weil wir ja sowieso im Himmel sind, musste das ja auch ein Stück weit anders sein, ne. Also generell die Wolkeninsel und alles, was sie mit Wolken machen, finde ich so cool. Die Diale, so fucking nice. Oh mein Gott, ich liebe das ganze Konzept mit den Dialen. Das ist so ein Banger eigentlich. Auch allein, dass er, ich meine, er hat das davor, glaube ich, schon auch gemacht. Aber ich denke, bei Skypiea und dann zukünftig hat er immer weiter auch gemacht, ab und zu kulinarische Eigenschaften und Eigenheiten in die verschiedenen Inseln und Orte reinzubringen, was ich auch super, super stark fand. Hinzu kommt noch das ganze Ding von wegen, warum stirbt mir da einer meiner Kollegen? Hinzu kommt noch das ganze Ding, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es gab halt neben Berry eine andere Währung, und zwar Extol. Was super interessant ist, weil das bedeutet ja, oder das erklärt uns ja bis heute auch noch, dass Skypiea so abgeschottet ist, prinzipiell, dass Tenryubito nicht wirklich einen Einfluss dort haben. Oder generell die Weltregierung, denn ich denke mal, Berry ist halt etwas, was überwiegend Länder der Weltregierung nutzen. Also vielleicht auch andere Länder, ne? Aber generell auf dem Blauen Meer und nicht dem Wolkenmeer. Und das ist halt auch, wenn man halt so ein bisschen drüber nachdenkt, es ist halt so cool eigentlich, wenn man das bedenkt. Nur ist halt der Preis ein bisschen insane, aber also irgendwie, wie war, ich weiß gar nicht mehr, was die Umtauschrate war. Ich weiß, dass sie ziemlich insane war, und die Straw Hats ja ihren Eintritt nicht bezahlt haben und deswegen dann verfolgt wurden. Was ich ganz witzig fand, aber ja. Aber generell, Skypiea am Anfang war halt ein bisschen chill, es war ein bisschen straff. Es war quasi so ein bisschen das ganze Beach-Ding von One Piece in der Hinsicht, ja. So ein bisschen, und das ist interessant, wenn man das so sagt, weil ich meine, wir haben in der One Piece-Welt überall, hier Dingens, sagt schnell, wir haben überall ja Inseln in One Piece. Dadurch haben wir ja überall Strände. Also ist es komisch zu sagen, das war quasi ein bisschen wie der Beach Arc. Aber allein das Opening, Bon Voyage, ich meine, wenn man sich das auch so ein bisschen anschaut und es vergleicht,
Ist schon irgendwie alles ein bisschen mehr am Anfang. Bisschen mehr Chill, bisschen Urlaub, bisschen Viben, super abgeschottet. Man muss sich ja auch keine Gedanken um die Marine machen. Das ist ja auch so ein Ding. Sie konnten ja auch tatsächlich dort chillen prinzipiell. Und ich glaube, das hat den ganzen Vibe da reingebracht, weil wer soll die verfolgen? Wir haben ja gar keine Feinde und nix. Aber das Ding ist halt, dementsprechend war auch nichts quasi aufgebaut erstmal. Bedeutet, das ist einer der One Piece Arcs, wo wir nicht irgendwie so ein bisschen im Vorfeld was gehört haben oder ein bisschen was aufgebaut hatten, sondern wir sind dort. Und ohne Verbindung zu irgendwas haben wir einfach einen neuen Antagonisten und das ist der Gott dieser Welt. Das, denke ich, ist aber auch eine super, super, super starke und interessante Sache. Ein so cooles Konzept prinzipiell, was ich persönlich auch nicht vernachlässigen würde. Einfach weil, wir haben ja jetzt das ganze Ding auch generell mit dem Sonnengott, ja. Und ich denke, Skypiea ist etwas, wo man immer wieder drauf gucken sollte. Einfach nur aus dem Grund, weil... Überlegt mal, Skypiea ist so ein bisschen der ganze, das ganze Ding zu erklären, es gibt keine richtigen Götter in dieser One-Piece-Welt in der Hinsicht, ja. Die Götter sind immer einfach irgendwelche normalen Leute prinzipiell, die halt einfach nur dementsprechend viel Power haben, sodass sie sich als Götter profilieren können. Wir haben später erst die Tenryubito auch kennengelernt in der Hinsicht, also ist das ein Konzept, was Oda dort reused hat. Wir haben in dem Noland und Kagara-Flashback, tatsächlich diese riesige Schlange, was der Sonnengott war, wo Kagara seine Tochter halt opfern wollte, beziehungsweise ne, sie dachten wegen den Bäumen und sowas. Wir haben so viele interessante Dinge, die tatsächlich auch fürs Endgame in One Piece irgendwo relevant sein könnten, aber auch nicht müssten. Ich meine, generell, wenn ich jetzt in dem ganzen Flashback da jetzt bin, ja, Shandora ist so eine interessante Backstory und Zivilisation, die ist halt komplett untergegangen. Eben weil sie halt unglücklicherweise in den Himmel befördert worden sind, wo jetzt die Insel ja der Apayat genannt wird. Es ist so fucking sad, weil prinzipiell wurden die halt ja komplett, sie wurden fast komplett ausgeweibt. Aber sie wurden von ihrem Heimatland vertrieben. Was, wo ich sagen muss, auch wieder eine sehr interessante Sache ist, weil das ist definitiv, oder hat er definitiv ein paar kolonistische Riding-Sachen eingebaut, ne, von den Skypeans auf jeden Fall. Vor allem mit einem religiösen Vorwand und so. Hä? Ja, klingelt da was? Aber ich meine, das ist ja on the nose. Ich glaube, das ist etwas, was jeder bemerkt hat, ne? Aber ich denke, das ist auch ziemlich cool gewesen, dass so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so ein anderes Volk, was irgendwo connected zu Kagara ist, einzubauen und dann irgendwo auch zu Cricket mit Noland und so, dass man da die beiden Perspektiven hat. Leute, deren Vorfahren irgendwie bis heute die Leute irgendwie heimsucht. Und wir haben da auch nochmal so ein bisschen das typische One Piece Thema von wegen der vererbte Wille, ja? Inherited Will. Was ja generell immer ein Ding war in One Piece vorher. Aber ich denke, dort war so ein bisschen... Es war ein Fluch quasi für die beiden Charakter gefühlt. Es war wie so ein Fluch, dass beide diese Glocke haben wollten. Niemand wusste, wo die war. Die war generell so ein bisschen verschollen. Wir haben diesen komischen Typen aus Birka namens Enel, der sich als so ein Gott darstellt. Gott ist jetzt ja der König. Ich meine, wir haben auch ganz viele dieser Angel-Sachen und so. Und ich denke... Kones Design ist ja wahrscheinlich auch so zum Beispiel ein bisschen extra so nach einem klein bisschen stereotypischen Engel nachempfunden, denke ich mal. Aber die haben ja alle Flügel. Das ist ja bisher immer noch eine Sache, ne? Dass die ganzen Shandy ja eigentlich auch Flügel haben. Die hatten die ja schon vorher und nicht nur erst später. Aber die Birken haben auch Flügel und so. Fand ich eigentlich auch alles ganz cool. Es war halt auch erstmal so eine bisschen andere Art... Ja, nicht andere Art Mensch, aber so ein ganz eigenes Volk mit einer ganz eigenen tiefen Geschichte, ganz eigenen Sachen. Wir haben auch mit Noland, und das ist halt auch so ein Ding, was mittlerweile so ein bisschen was Neues ist, ja. Wir haben diese ganze Idee von den vielen potenziellen Joyboy-Kandidaten, ja. Und Noland, ich bin so einer davon, der sagt, Noland war einer davon. Noland ist sowas von ein Failed Joyboy. Der Mann ist extrem stark, er ist extrem... krass einfach, genauso wie Kagara. Ich meine, es wurde halt nie erzählt mit Haki, aber Haki mit Mantra ist das erste Mal, dass wir das generell ja tatsächlich mal hatten in One Piece in dieser Art, abgesehen von Shanks. Mich würde es nicht wundern, wenn Oda das ein bisschen retconnen würde und sagen würde, ja, Kagara und Noland konnten beide Haki. Die waren halt beide super stark. Ich meine, Noland hat die Grand Line mehrfach bereist.
Der Typ ist einfach so krass. Der Typ hat... Es wirkt sowieso, als ob er irgendwie Observationshaki hatte. Er hat ja auch das mit der Glocke irgendwie vor allen anderen wahrgenommen und sowas. Also es klingt ja auch zum Beispiel ein bisschen nach Observationshaki und so. Es ist auch so cool zu sehen, dass er einfach nur ein normaler Abenteurer war und Botaniker. Und das ist halt sein ganzes Ding gewesen. Sein ganzes Konzept war halt nicht mal, dass er ein Pirat war. Das war auch wieder mal was so Frisches. Und generell dieser gesamte Mikrokosmos, diese gesamte Mikro-Story in One Piece, auch wenn sie ein bisschen disconnected zum Rest ist, um zu zeigen, wie groß die Welt eigentlich ist, dass nicht alles, nicht jeder Ort, nicht jede Geschichte unbedingt zu den übergreifenden großen politischen Sachen in der One Piece-Welt in Bezug auf das Void Century und den Tenryubito und der Weltregierung generell aufbauen muss, fand ich, war auch so gut. Vor allem im Nachhinein, wenn ich bedenke, dass Skypiea in der Art und Weise ziemlich einzigartig ist, ja. Ich meine, kein anderer Arc ist so quasi disconnected vom Rest von One Piece in der Weise, außer halt in der thematischen Hinsicht. Das ist nämlich genau das, worauf ich ja irgendwie so hinaus möchte. Also thematisch passt Skypiea ja perfekt in One Piece und ich denke, viele Dinge sind super, super cool. Aber es ist halt so hauptplottechnisch komplett abseits von allem. So, Enel hat nichts mit anderen Leuten zu tun. Der Mond, den er ja tatsächlich besucht hat, hat bisher auch noch nicht wirklich mit irgendwas anderem zu tun. Kagara und Noland waren sehr disconnected, überwiegend bis auf die Tontara, die halt Noland kannten, aber sonst. Ja, ohne halt, dass wir einen kleinen Hin zu Sanji bekommen haben. Aber ne, das war halt alles weg und dafür hatten wir, glaube ich, in Jaya so viel mehr Hauptplot, könnte man sagen. So viel mehr Verbindung zum Rest der One Piece Welt, wo wir da ein bisschen mehr auf die ganzen Sachen eingehen. Ich meine auch danach, wenn alles vorbei ist, da haben wir Doflamingo, der auftaucht, wir haben Kuma, der das erste Mal gezeigt ist, wird, wir haben Whitebeard, der das erste Mal gezeigt wird und sowas, ja. Das war alles drin, alles sehr, sehr cool. Das Ganze baute sich ja auch schon vorher auf, aber da noch mehr mit Ace und Blackbeard, dass die beiden sich nicht treffen sollten, weil Shanks irgendwas irgendwie nicht will. Ja, und wir lernen ja auch da das erste Mal von seiner Narbe. Ich meine, das war alles halt so ein bisschen nach Skypiea und vor Skypiea und so weiter und so fort. Aber Skypiea trotzdem, ich denke, es ist ein unfassbar starker Arc. Und es ist auch ein wichtiger Arc in der Hinsicht zumindest, dass wir feststellen, yo, die Mary geht down. Wir werden die Mary verlieren. Da ist zu Ende. Wir haben das erste Mal, glaube ich, einen Struggle mit sehr vielen Straw Hats in Bezug auf den absoluten Hauptantagonisten. Ich glaube, sowohl Robin, Zoro und Sanji, sowohl als auch Usopp und Nami, standen beide alle vor Enel, oder? Ich glaube, alle, ne? Die anderen haben auch die Priester und so bekämpft und das mit dem Priester war halt fein mit den Prüfungen. Das war sehr schonend nie und ich bin froh auch, dass Oda sowas nicht nochmal gemacht hat. Damals fand ich es ganz cool, auch dieses kleine, sagen wir mal, Battle Royale Rennen. Ich fand das ganz nice. Ich denke generell Enel, auch wenn er nicht tief als Charakter ist, mit seiner ganzen Sache dort, war sehr interessant eigentlich zum Zuschauen. Ich fand ihn unterhaltsam. Enel hat einfach ein gewisses Charisma. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man guckt ihm gerne zu, man denkt sich so, der Typ, der labert zwar viel Zeug, aber er kann das irgendwie auch das Ganze supporten, weil niemand konnte ihn ja wirklich aufhalten, ja. Ich meine, Viper hat ihn getötet und er hat sich einfach selbst wiederbelebt durch seine Teufelsfrucht. Das war alles ziemlich, ziemlich cool und ziemlich nice. Robin hatte da auch einen von ihren zwei wirklich One-on-One-Kämpfen, wenn man das so nennen möchte, ja, gegen den einen Priester, dessen Namen ich vergessen habe. Aber das war ein Ding, falls ihr euch dran erinnert. Denke aber auf jeden Fall viel an dem ganzen Battle Royale-Ding, wo sie dann zum Appellat durchgehen und die ganzen Prüfungen und so. Das wäre jetzt vielleicht nicht der coolste Shit. Ich fand es aber damals vor allem ganz cool. Und Skypiea ist auch gar nicht mal so lang eigentlich. Dafür, was für eine Story es erzählt. Wie lang ist die ganze Saga? Ich glaube, die ganze Saga sind 50 Chapter. Das sind ein paar Volumes. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel. Aber auf jeden Fall, Skypiea war nicht so lang. Also das Ganze, der ganze Alabaster-Plot, die ganze Alabaster-Saga, ja, nicht nur der Arc, ist auf jeden Fall länger, als was Skypiea war. Das meine ich zumindest. Aber es war auch viel wichtiger, denke ich, bei Alabaster, da viel mehr aufzubauen. Allein die Tatsache, dass wir auch so viele kleine Side-Stories dort hatten noch im Alabaster, in der Alabaster-Saga.
war auch super wichtig. Das hatten wir halt alles in Skypiea nicht. Skypiea war also nach Alabaster nicht etwas, was Größeres aufbaut, sondern einfach ein sehr kleiner, sehr selbst zusammenhängender Arc. Und ich fand eigentlich sehr cool und schön, was es gemacht hat. Ich denke, es ist sehr spaßig. Es ist etwas, was man prinzipiell ist der Skypiea-Arc, auch vor allem, glaube ich, durch seinen Disconnect, etwas, was man vermutlich am besten Leuten so ein bisschen empfehlen kann, weil da ist halt so viel DNA von One Piece drin auch, ja. Wie gesagt, der ganze Flashback von Kagara und Noland ist halt so stark und so One Piece, alles so viel ist daran so One Piece. Und Oda, denke ich, hatte wahrscheinlich sehr viel Spaß auch am Schreiben von Skypiea. Und ich schätze mal, ein Grund, warum wir dann später so viel kreative andere Inseln und Kulturen hatten, die alles ein bisschen mehr wack waren, ähnlich wie Skypiea, lag wahrscheinlich daran, weil er sich in Skypiea das erste Mal getraut hat, so was ganz Eigenes zu machen. Und ja, das war meine Skypiea-Erklärung. Warum ist ein... ja, guck mal da, ich habe gewonnen. Mein Argument hat gewonnen. Warum Skypiea ein besserer Arc war, als ihr vielleicht dachtet. Ich meine, ich dachte, ich könnte noch viel mehr erzählen. Aber ich denke, ich habe sehr viel geblubbert hierbei. Aber wie fandet ihr den Arc? Gibt es irgendwas, worüber ich noch reden soll? One Piece related, anderes related, Anime und Manga oder so. Haut's mir gerne raus. Hier sind noch andere Videos. Haut rein. Bis dann. Tschüss.